Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coil Blog. Heute Product Placement Köllitzer und Konishi Number One. Ich habe gerade Benny gefragt, wo hast du den Eimer her? Und er sagt, der ist schon alt. Und da lässt man Benny, den ich schon seit 15 Jahren kenne. Ich habe, wie gesagt, leider nur einen Mikrofon gerade am Start. Da lässt man ihn mal ein Jahr alleine. Und dann bildet er sich eine 11 Kubikmeter Innenhalterung unter ein Zelt, unter eine Zeltkonstruktion, aber das ist professionell. Und richtig, richtig, richtig geil. Überwintert wurden die Koi bei 19 Grad. Und im Sommer geht's hoch auf, keine Ahnung, 4, 5, 26 Grad wahrscheinlich, dank Wärmepumpe. Auch hier gleich mal wieder einen kleinen Hinweis. Gerade lang ich ins Wasser und sage, oh, das ist aber kalt. Sagt Benny, ja, er hat Filter geputzt und gemacht und getan. Dann hat er auch gemerkt, die Wärmepumpe ist ausgefallen. Temperatur, wir wissen, Koi sind wechselwarme Tierchen. Temperatur spielt eine Riesenrolle, was der Stoffwechsel angeht. Und darum verlasst euch nicht zu sehr auf eure Thermometer. Ich würde es auch zweifach absichern. Gerade in geheizten Anlagen mit Wärmepumpen. So eine Wärmepumpe kann ausfallen. Dann manche heizen ja ihre Teiche auf 5, 6, 27 Grad. Dann fällt die Wärmepumpe einfach aus. Dann fällt die Temperatur runter auf 22 Grad. Der Abfall geht recht schnell. Dann hängt ein Futterautomat dran, der dübelt weiter das Futter mit konstanter Menge rein, weil die nicht an Temperatur oder mit der Wassertemperatur gekoppelt sind. Und das kann wirklich Probleme machen. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall fressen es die Koi nicht. Im schlimmsten Fall hat man es mit Karaschis und sowas zu tun, die es dann fressen. Vielleicht nicht mehr so gut verwerten. Entweder der Fisch wird belastet oder das Wasser wird belastet oder beides wird belastet. Also immer mal wieder, und da hilft einfach auch gerade bei so Innenhalterung, einfach mal reinfassen. Als ich gerade reingefasst habe, habe ich gleich gemerkt, das kann jahreszeitbedingt, so wie hier das Setup ist, kann irgendwas nicht stimmen. Das ganze Ding ist eine Holzkonstruktion. Und dann sage ich zu Benny, ja, wer hat dir das gebaut? Und er sagt, nö, habe ich alles selber gemacht. Also ich bewundere alle Menschen, die sowas können. Wenn ich das selber machen würde, dann wäre das Wasser wahrscheinlich schon lang da unten irgendwo oder beim Nachbar oder sonst was. Also das ist geil. Ganz wichtig, es ist isoliert. Jeder, der irgendwie mit dem Außenraum, mit der Außentemperatur zu tun hat, so eine Zeltkonstruktion hält natürlich der Wind ab und hält natürlich ein bisschen die Wärme zusammen, aber so wirklich isolieren tut es nicht. Da muss man ganz Becken isolieren. Ich denke mal, du deckst im Winter ab dann. Genau, das wird dann mit Steg-Doppelplatten abgedeckt. Und was ich geil finde, er arbeitet mit Beatfiltern, so wie wir das auch im Innenraum tun. Und wir schwören da drauf, es ist wirklich, dass man die Biologie und die Mechanik in einem hat. Und er hat die Redundanz bei 11.000 Litern. Hat er genau zwei so Beatfilter, wie wir haben. Direkt Bodenablauf geht da drauf mit der Bypass. Verrohrung hier. Sie wissen, ich bin nicht der große Freund von Bypass-Verrohrung. Wir haben ja mal gezeigt, dass es wirklich bei hohen Durchsätzen macht es was aus. Also wenn man die maximale Durchflussleistung von den Filtern rausholen möchte, dann ist die Bypass-Verrohrung hier sinnig. Aber wenn man wirklich mit geringen Strömung arbeitet, also wenn ich hier 7.000, 8.000 Liter durchhau, dann brauche ich das nicht, dann arbeite ich mit mehr Wegeventil. Hier saugt die Pumpe an, wir haben umgedrehte Bodenabläufe, kann man mit arbeiten, wenn ich mir überlege, was es für ein Aufwand ist, dass man zentralen Bodenablauf macht, ist es natürlich viel, viel einfacher, man braucht keinen doppelten Boden und was ist alles noch zusätzlich erschwert. Ich hätte trotzdem wahrscheinlich hier beide Bodenabläufe direkt an die Wand und hätte, so wie bei uns in dem Becken, hier direkt rüber geschossen, dass ich dann zwei Halbströmungen habe. Also im Prinzip wie bei unserem Becken. Das ist eigentlich in der Regel dann etwas geführter, etwas einfacher. Hier laufen wir ganz langsam vorbei. Condition number one. The art of feeding Nishikigoi. Köllitzer, your animal partner. So, aber ich sag mal, hier schwimmen so viele Koi mittlerweile drin, auch sehr schöne übrigens, dass da der Schmutz in der Regel aufgewirbelt wird. Hier der Klassiker, da liegt ein Rohrstück, das von der Rückleitung, das ist abgeflogen. Da vorne ist auch noch das Kimmer drüber. Hier ein sehr schöner Goromo, da ist ein toller Ei-Goromo. Habe ich vorher gesehen, aber ich finde ihn gerade nicht mehr. Hier Filterlinie Nummer 2. Im Prinzip ganz genau gleich aufgebaut. Und
Das funktioniert einfach. Einen zusätzlichen Biofilter hast du nicht, oder? Nein. Also er hat keinen zusätzlichen Biofilter, braucht es auch nicht zwingend. Ich würde meine Anlage trotzdem immer mitbauen, weil es einfach bei uns nochmal um die Wasserentspannung und Entgasung und geht. Wir arbeiten auch mit reinem Sauerstoff. Er arbeitet mit Belüftung. Die hat er gerade ausgeschalten. Ich will uns seinen Algoromo zeigen. Die hat er gerade ausgeschalten. Da, das ist ein Traum. Hier in der Mitte. Wow. Budogoromo viel mehr. Oder Ei? Als Algoromo hat er ihn gekauft, aber er kriegt gerade Indigo am Kopf und hat auch so richtig das Bordeaux-mäßige, also das ist jetzt schon Budogoromo, also mehr Budo als Ei, aber schauen Sie sich das an, das ist ein Kunstwerk. Und genau deshalb ist es auch eine sehr, sehr, sehr beliebte Varietät, aber die sind extrem selten in der Qualität. Und noch seltener ist die Qualität und dann noch zum Jumbo-Koi wachsen, das ist wirklich nur einer von X. Aber ja, ist er männlich, weiblich? Weiblich. Bin gespannt, wie groß er werden wird. Ich auch. Benni auch, kann ich verstehen. Kann ich zu gut verstehen. Nee, und ansonsten hier noch ein Tipp. Das sind ja die Durchflussmengenmesser. Die, wie heißen sie, Schwebkörper, Messer. Wenn Sie sowas einbauen, das sind alles Industrieteile. Entweder fließen da Flüssigkeiten durch, wo keine Algen sich drin bilden können. Oder sie sind irgendwelche Industriehalden, wo es so dunkel ist, dass sich keine Algen bilden. Wenn sie sowas haben, das ist hier für die Einstellung, das funktioniert wunderbar. Da kann man dann die Literleistung einstellen, die hier durch die Wärmepumpe durchgeht, weil die Teile haben ja, das kann man auch für UV-Lampen machen, für alles. Kosten auch nicht die Welt. Was hat der gekostet, der Schwebkörper? Durch 100 Euro. Maxim. So, also kostet 100 Euro. Mit ausreichender Genauigkeit, dann kann er genau einstellen, wie viel da durchfließt, ja, muss man nicht schätzen. Aber dann würde ich immer irgendwas Dunkles drumherum machen, irgendein Rohr aufsägen, irgendwas, weil so kann man halt irgendwann gar nichts mehr ablesen. Das ist aber nur so ein Tipp am Rande. So, was können wir noch angucken? Das ist natürlich geil, eine 11 Kubikmeter Innenhalterung. Ja, und was ich sagen wollte, auch ohne Biofilter können, also ohne zusätzlichen Biofilter, nur mit den Beadfiltern. Also ich traue einem so Beadfilter eine Abbauleistung, wenn der mal richtig funktioniert, von einem Kilo am Tag zu. Und mit zwei kann er da, könnte er 2 Kilo füttern. Da wird dann eher ohne reinen Sauerstoff das Eintragen des Sauerstoffs mit einer reinen Belüftung zum Problem. Da müsste man also dann wirklich so viel im Kreis wirbeln und machen und tun. Dann wird es irgendwann mal Chaos-System. Also ich sage mal, 2 Beadfilter. Mit Belüftung ist die Anlage gut für 1,5 Kilo. Was war das Maximale, was du bislang gefüttert hast? 5 Kilo in 2 Wochen. 5 Kilo in 2 Wochen, 5 geteilt durch 14. 5.000 durch 10 wären 500. Ja, das ist ja weit, weit weg davon. Also das sind 300, 400 Gramm. Das Wasser sieht sehr geil aus. Die Koi auch. Aber was man dem Wasser natürlich ansieht, und da jetzt vielleicht gleich noch einen ganz kleinen Kritikpunkt, man sieht dem Wasser und dem Boden und dem Teich insgesamt an, dass Sonnenlicht fehlt. Ja? Und das bisschen gelb gefilterte, was da oben durch ist, ist übrigens der Grund, warum das Wasser hier unten auch gelb wirkt. Sie kennen das noch von Japan, als wir da gefilmt haben. Und Makoto hat das günstigste Zelt auf Amazon gekauft und das Eiergelb, Eidotter gelb war. Das war auch nicht gut. Die Koi werden hier ihre Farbe verlieren. Da hinten der Kutschaku zeigt es zum Beispiel ganz deutlich. Also die werden deutlich abbauen und wenn man da jetzt längerfristig Koi drin halten möchte, dann würde ich da auch eine Aquarienbeleuchtung drüber. Also hier in der Schweiz, die hübschen Fische, die zeigen sich immer, die kommen immer her. Und an dem Goromo sieht man es übrigens jetzt auch, dass der schon heller geworden ist. Auch hier, das ist auch so was ganz Typisches. Schauen Sie den Sanke an, wenn die dann so schattiert wirken im Rot, wo die Schuppen sind. Weil die Schuppenhaut verliert das Rot schneller, das habe ich noch nie erzählt, verliert das Rot schneller bei vielen Farbqualitäten als die Schuppe. Und dann wirkt es so, ja, so reliefartig. Und auch er hat irgendeine Alge, die rot macht. Schauen Sie mal den Rand da oben an. Witzig. Hier der Ginringoshki, auch ein toller Koi. Also, alles in allem,
eine geile Anlage, mega Anlage und funktionell. Wir haben heute einen Karaschi vorbeigebracht, der hat jetzt 55. Deckst du jetzt ab, dass er nicht rausspringt, oder? Soll ich? Ja, bitte. Dann mach ich das. Er hat gefragt, ob er soll. Also beten ist nix. Hier haben wir den Karaschi. Und leider müssen die anderen sich jetzt damit anfreunden, dass in einem Jahr er der Größte hier sein wird. Also wenn er die Bedingungen hat im nächsten Jahr, wie hier die Anlage im letzten Jahr gefahren wurde, dann sagt Benny, Herr, hat er dann 70? Dann sage ich eher 80. Die ersten haben die nämlich schon auf 85 in der Zeit gebracht. Und das ohne Stress, sondern einfach nur. Mit viel Freude. Mit viel Freude, mit bestem Futter und bestem Wasser. So, habe fertig. Hast du zwei Belüftungen angeschlossen hier oder eine? Zwei. Zwei, sehr gut. Wo hast du die? Die Belüftung? Ja. Das ist zum Beispiel schlecht unter Wasser. Ja, das kommt nie raus. Ja, ja, bei den dicken Schläuchen passiert nichts. Den Wasserspiegel. Das macht nichts. Wenn es dünne, das ist gut. Benny sagt gerade, da passiert nichts, das Wasser kommt nicht zurück, weil es über den Wasserspiegel geht. Das stimmt bei den dicken Rohrleitungen, da passiert nichts, aber würde man die dünnen Luftschläuche nehmen, das ist die Kapillarwirkung vom Wasser. Das ist die gleiche Wirkung wie die Bäume. Wie die Bäume zum Beispiel das Wasser bis ganz nach oben bekommen. Funktioniert nur bis 100 Meter oder irgend sowas. Das ist auch der Grund, warum Bäume nicht höher werden können als 100 und ein paar Meter. Und nur bei so einem dicken Schlauch, und da hat Benny natürlich recht, da kann die Luftpumpe auch unten stehen, da passiert nichts. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Luftpumpe, ist mir nämlich letztens nochmal aufgefallen, ob Ihre Luftpumpe die Luft, die Energie, was sie in die Luft investieren, dass die auch tatsächlich in Luftströmung umgewandelt wird und nicht in Reibung verbrannt wird, dann fassen Sie mal so einen halben Meter nach, das darf natürlich nicht die Sonne drauf scheinen, fassen Sie da hin und gucken, ob der Schlauch kühl ist. Ja, wenn er kühl ist, haben Sie alles richtig gemacht. Wenn Sie jetzt hier quasi gleich verjüngen würden, aber hier passiert was anderes, der kann ganz leicht runterrutschen, wenn Sie hier jetzt gleich stark verjüngen würden, dann wird er hier heiß. Und wenn der hier heiß wird, heißt es, Sie investieren im Prinzip die elektrische Energie, wandeln Sie um in Reibungsenergie und die wiederum macht den Schlauch warm. Das nur als kleinen Tipp mal wieder. Ja, und ansonsten tolle Anlage. Bisschen mehr Licht, dass das Wasser bisschen lebendiger wirkt, aber ansonsten spitzenmäßig. Jetzt schauen wir uns noch Bennys Teich an und dann sind wir auch schon wieder weg. Bis dann, danke, ciao.